Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlegrounds. Mit dabei der Matze. Servus. Und jetzt geht's wieder los. Runde 1.000.000. Wir schaffen es einfach nicht, aber wenn die Aufnahme läuft, verkacken wir's. So, wir fliegen hier runter. Wir müssen nach hier oben irgendwo. Ja, du hast immer das Pech. Auch ein Fahrzeug. Sag mal du jetzt wohin. Der wartet wieder hier draußen. Ja. 3, 2, 1, jetzt. Wohin? In Richtung Südwest. Ja. Und wohin genau? Wohin genau? Das Pokémon. Wo ich hinfliege. Wohin genau? Hier unten das mit dem Silo oder was? Ja. Okay, warte, du gehst vor, ich gucke. Ich sehe keinen anderen. Das könnte in der Tat mal klappen, wie einfach mal komplett flippt. Wo ist denn das Silo jetzt? Da. Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Silo ist in. Lol, ich flieg wohl ganz anders hin, obwohl ich da hingucke. Hä? Das ist, glaube ich, gerade wegen verbuggt, diese Anguckzeige. Na, ich gehe zu dem Haus hier oben, komm dann runter. Ist nicht so weit. Aber das Gute ist, hier ist kein anderer. Ist auch immer, dass wenn du landest, genau in die andere Richtung guckst. Jetzt zum Beispiel hatte ich gerade nicht. Okay. So. Lass uns mal die Runde wenigstens Loot kriegen, ey. Und vor allem mal ins Finale kommen, das ist ja schlimm, ey. Wir haben vorher ohne Aufnahme gespielt, haben einmal gewonnen und sind einmal ins Finale. Oh, in der gleichen AK. Okay, das scheint eine gar nicht so schlechte Runde zu sein. Auf jeden Fall sind wir einmal ins Finale gekommen, sind Zweiter geworden, dann haben wir einmal gewonnen, dann sind wir einmal Siebter geworden, also immer zumindest ins Finale. Und seitdem wir jetzt aufnehmen, kriegen wir aber nichts mehr geschissen. Ich bin schon welcher. First Aid. Na, ich nehme die Pistole. Wo wir jetzt eine, wo wir zweite wurden, auch hätte gewinnen können. Ah, ich habe auch hier und da mal gefailt, muss ich ja zugeben, aber. Ja, man muss ja ein bisschen ausprobieren. So, hier ist nichts weiter, dann komme ich jetzt zu dir. Ich hätte halt gern wieder ein Auto. Ah, ich komme gleich. Mach hier das Haus noch rechts und dann. Trotzdem kein Auto. Jedes Mal, wenn wir kein Auto haben, verlieren wir. So, aber hier scheint es schön ruhig zu sein. Oh, ich brauche einen Rucksack. Würde ich auch gerne nehmen. Kann ich auch nicht benutzen, aber Scope kann ich benutzen. Vierfach Scope. Boah. Ja, Rucksack ist hier echt Fehlanzeige. Kacklut. Wäre auch eine Weste für dich. Hier ist ein Helm und eine Machete. Eine Schrotflinte hier. Na, ach, fuck, Scope. Das lohnt sich nur, wenn man auf Snipe gehen will. So, ich bin jetzt fast bei dir. Wo war das? In dem Haus, wo du bist? Ja. Oben im Dachgeschoss ist Schrotflinte und Ding, Weste. Oder unten wäre schon direkt eine Weste. Was, unten auch? Wo? Unten wäre Schrotflinte noch. Hier selbst. Boah, ich kann die halt nicht mitnehmen, weil ich keinen Rucksack habe. Dann nimm die Weste. Da kriegst du nochmal Platz dazu zum Tragen. Wo ist die Weste? Oben. Ja. Okay. Hier ist auch noch die. Glaube ich, die gleiche. Ah, stimmt, kann man echt tragen. Okay. Jetzt habe ich das andere genommen. Wechsel zu Draht dein T-Shirt. Ja, gib mal her hier, das sah cool aus. Das ist ja, wenn du ins Inventar gehst, Utility Belt. Die Weste und Rucksack sind in einer Spalte, das heißt, dass die drei zusammen sind für Gewicht. Stimmt, 120 insgesamt, wenn man mit der Maus drüber geht. So, wir müssen weiter.
Warst du drüben schon, ja? Ja, hier habe ich schon. Ja, dann sind wir hier fertig. Mitten in der Safe Zone. Also, besser geht's doch echt. Ich würde jetzt fast echt in die Runde, in die Richtung laufen, wo du gerade hingehst. Also, hier ist eine Shotgun noch. Ah, brauche ich nicht. Oh, ich komme nicht raus. Du musst rennen beim Springen dann. So, jetzt müssen wir mal gucken, da hinten zu den Häusern. Weil da werden bestimmt Leute sein. Flugzeug. Das ist doch schon mal gut. So. No. Da haben wir noch eine gescheite Waffe. Hier warst du drin, oder? Jo. Los, drop. Jetzt. Jetzt. Ah, schade. Wieder sonst wo. Wir hatten schon gedroppt, glaube ich. Nee. Ja, wir hatten schon gedroppt. Hat er dann schon lange abgeworfen. Der fliegt da einmal komplett über die Insel drüber. Ah, stimmt. Und wir sind ja hier ganz links. Ja, stimmt. Er kann sonst wo irgendwo abgeworfen haben. Na, so. Jetzt lassen wir uns mal hier noch einen guten Loot finden. Bandagen, schon mal gut. Sniper-Rifle-Aufsatz, naja. Diesen komischen Griff, den kann ich, glaube ich, sogar. Nee, kann ich nicht. Das kann ich auch nicht. Naja, ich nehme es mal trotzdem mit. Rucksack, ey. Ich muss ja stundenlang um mein Haus rumlaufen, dass ich dort reinkomme. Armbrust, klasse. Die wäre nicht Level 2er Weste. Hast du schon eine? Ja. Bin ja schon da. So. Ein Griff wäre hier noch. Und ich hab ne. Wo hast du die Weste? Im Raum. Bei dir oder was? Nein, in einem anderen Raum. Joke, yeah. Ah, hier. Nimmt doch Jane, so, wieder weg hier. Jetzt habe ich eine M16, ich habe voll ausgebaute Schrotflinte, passt. Du willst wieder tauschen oder was? Oh, hier ist offen. War ich hier drin? Links sind Schüsse. Die sind auch relativ nah. Aber ich würde vielleicht nicht gleich wieder hinstürmen, dann sind wir gleich wieder tot. Boah, hier ist zwar offen gewesen, aber hier ist noch überall Loot. Vielleicht warst du ja dort einfach und hast nur kurz aufgemacht und hast gesagt, die Weste ist hier. Das kann auch sein. Aber hier sind halt drei Westen drin. Hier ist auch nichts weiter. Hast du die M16? Habe ich. Lass mal tauschen. Was brauchst du für Muni? Die 5. Sima, da 60 Schuss. Genau, und ich kann nämlich jetzt hier wenigstens. Oh, auf die kann ich gar nichts packen. Scheiße. Warum kann ich das wegschmeißen? Jetzt. Muss echt genau da reinziehen. Ist ja eklig. So, habe ich jetzt gar nicht geguckt hier. Nee. Okay. Ah, hier war ich noch nicht. Doch, oben war ich auch. Wo willst du jetzt hin? Keine Ahnung. Rechts schießt es. Rechts schießt und hier links den Berg hoch. Da waren auch Schüsse. Wohin? Ich bin mir unsicher. Ist das weit weg? Ha? Ist das weit weg? Jetzt mal hier vorne bei dem ersten Häusergebiet da vorne. Airdrop. Kann man mal ob der daneben uns abwirft oder nicht? Ah, bremst schon. Ne. Ja, doch. Da ist er. Aber ist zu weit. Komm, lass uns mal hin. Hey, ich denke hier waren Leute in den zwei Häusern. Ja, nicht in den zwei Häusern, das ist noch das ist ein Stück weiter. So, ich hätte gerne mal noch. Dieser, so bei dieser Kreuzung ist. Auto fährt hier in der Nähe. Lass sie aussteigen. Waren wir bei den zwei Häusern hier? Ja, ne? Ich glaub nicht. Ist auf jeden Fall gelootet. Die werden wahrscheinlich im Airdrop fahren.
Vermute ich mal. Ist echt da jetzt hin? Ist voll weit. Da ist ein Auto. Lass uns das Auto nehmen. Das sexy blaue. Oh, da schießt es auch da hinten. Rennst du zum Auto? Oh, nee. Klar. Bist doch links neben mir. Da ist ein Gegner. Wo? Beim Auto. Ich bin am Auto. Ah, ich sehe sie. Die laufen beim Looten, deswegen kann ich sie nicht gescheit anschießen. Ich habe mich auf den Beifahrersitz gesetzt. Warte, aber noch nicht erkenntlich. Haben die dich schon gesehen? Keine Ahnung. Einen könnte ich jetzt easy anschießen. Ah, ich sehe ihn am Baum. Siehst du den am Baum? Ja. Feuer. Sich jetzt. Hab ihn getroffen. Au, auf mich wird geschossen. Ich weiß halt nicht von wo. Beim Auto. Ich habe einen ausgenockt. Ich habe einen von den beiden. Wo ist der andere? Im Auto. Im Auto. Einmal habe ich ihn. Ich habe noch einmal. Hab noch einmal. Das ist so gemein, ich stehe in den Busch drinnen und schieß durch die Sträucher durch. Die konnten mich gar nicht sehen. Na, mich haben sie gesehen, aber. Wo ist denn der hingefahren? Der ist fast tot, den habe ich zweimal erwischt, aber vor der Kanne. Ich habe auch einmal erwischt. Ja, komm, nimm, lass das Auto nehmen hier unten. Also, du kannst ja da hingehen, ich hol das Auto. Kannst ja gucken wegen Looten. Sei gefährlich, weil es kann auch sein, dass in der Nähe noch was. Oh, hier sind so viele Loot-Dinger, hier sind vier Loot-Dinger. Oh, guck mal, wir müssen auch ganz nach links. Ja. Aber halt Angst zu looten. Wo ist er? Lootest du? Ich hab grad, aber da ist nichts mehr drin. Ja, der wird abgehauen sein. Komm, steig ein. Achso, du. Krass. Lol, vier Stück. Schießt es schon wieder da hinten. Wie sieht's denn bei dir jetzt aus mit Loot eigentlich? Ich sitze hier am Steuer und warte. Net. Ich weiß mal nicht, wo Hupen ist. Gibt's, glaube ich, ja nicht. Schade. Lootest du und läufst dabei? Ja. Da, Gegner, steig ein. Wo? Steig ein. Ja, oben im Berg. Umfahren? Wir werden uns so safe rausschießen von dem Auto hier. Wir sind halt links, also jetzt genau hinter uns. Ach, nicht riskieren, oder? Nö. Wohin? Richtung Safe Zone? Würde ich sagen. Die wussten nicht, von wo ich geschossen habe. Das war so geil. Ja, auf mich haben sie die ganze Zeit geschossen. Das Ding ist, die müssen ja jetzt auch hier lang. Wir könnten die jetzt abfahren. Wir könnten uns in den Busch hocken. Die kennen ja auch so dort, wo wir gelootet haben, in den Gebieten dort hinzulaufen. Aber die sind ja da nicht in der Sicherheitszone. Wir fahren ja jetzt gerade nur so genau auf dem Rand so entlang. Die können ja dorthin laufen, wo wir looten waren, so in die Richtung, so ungefähr. Ah. Wo wollen wir hin? Mir ist es egal. Ich würde ja fast sagen. Da rechts irgendwo muss er weggekommen. Irgendwo hier in dem Feld drin, wahrscheinlich. Was ist da? Irgendwo hier muss der Airdrop eigentlich drin gekommen sein. Die Richtung fahren wir ja runter. Aber der... Aber auch ja nicht... ob man den findet, so. Ja, durch das Rote, durch den roten Rauch, ja, aber... Der ist ja schon lang weg. Aber die Box an sich so findest, das ist die Frage dabei. Ich habe Airdrops nur immer gefunden, wenn so war, dass sie noch am Fliegen waren, nochmal so gesehen hat. Guck dich mal ein bisschen um. Oh nein! Nein! Oh! Der hat's drauf, War mit Absicht. Ja, Glück als Verstand. Zeig mal, wie weit ist das? Ja, ich würde hier links in die Häuser da.
Frage ist, ob da einer ist. Werden wir sehen, wenn wir umfallen. Wenn wir sehen, wenn wir umfallen, ja. Türen offen? Ja. War oder ist vielleicht sogar noch einer dort. Ich will eben noch 27. Salut am Boden, ey. Hier ist noch zu. Ja, da ist aber die Chance groß, dass der jetzt dort drin hat, mal hoch sind. Und das hinter uns. Und da ist offen. Dass das die Chance mehr als groß, dass er innen drin wartet. Da rechts, oder? Auf was? Offenem Feld steht er, Gegner. Rechts vom Baum. Oder? Das ist so ein Busch, Leute. Aber bei mir hast du einen Gegner. Dann kannst du jetzt eigentlich hier hin campen und warten. Hier beziehungsweise weiter Richtung richtige Safe Zone. Wo ist die denn? Wie weit ist denn die noch? Ja, seid so in Mitte von dem Strand, denk ich, so. In die Endgebiet so rein. Wo wollen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ist egal, wo wir hinfahren. Gucken wir uns hier schön die. Hier wird auf jeden Fall halt alles schon gelootet sein, einmal. Boah, ist die Karre langsam, ey. Ich glaube, dass die auch unten drunter schon kaputt sein wird. Nö, die ist noch von der Haltbarkeit ganz. Ja, aber es können ja auch einzelne Teile kaputt gehen. Airdrop. Wo? Also hier ist noch nicht gelootet, hier ist alles zu. Der Airdrop ist da. Der könnte bei uns runterkommen lassen stehen. Nee, da haben wir uns schon abgeworfen. Und hier kamen Schüsse. Das Problem ist, ich will jetzt eigentlich nicht gleich in den Fight gehen. Ich will auch mal ins Finale kommen. Leuchtturm noch. Ah, hier wird es irgendwo enden. Das wird wahrscheinlich dann eher so ins Inland gehen, merken. Vermute ich jetzt mal. Oh, da hat einer schon die richtige Sniper. AWM. Weil er hat ihn nur ausgeknockt und jetzt hat er noch gefehlt mit zwei Schuss. Wie sieht's hier aus? Sind halt genau in der Safe Zone. Das Geile ist, so, jetzt bin ich hier unter Schutz. Jetzt kann ich drüber schießen. Bin ich unter Schutz, kann ich drüber schießen. Aber wir können sie jetzt vom Baum, vom Berg kommen. Nicht so einfach. Auto. Gegner. Da Auto und ein Buggy links am Strand. Scheiße, ich bin hier genau. Wir werden zum Leuchtturm fahren. Denke ich auch. Machen wir ihn jetzt? Looten. Ich komme nicht über diese Kackmauer. Können uns jetzt halt easy das Auto klauen. Noch ein eigenes Auto. Ja, aber irgendwelche anderen. Hier war noch keiner, oder was? Da steht noch ein Auto. Eine Weste, Level 2. Du hast ja schon eine, wa? Ja. Ist aber auch nichts weiter. Wir könnten das Auto tauschen, aber. Braucht man das? Scheiße, wenn er jetzt schon die Sniper hat, wäre natürlich. Da schießt das. Bald nicht mehr so viel Schuss. Bei mir wäre noch Schuss für deine Waffe. Energy Drink habe ich nicht. Oben beim Leuchtturm schießen wir gerade. 8x Scope habe ich auch. Wäre für deine Waffe Schuss.
Ah, ich komme. Ist am Leuchtturm. Aber willst du da jetzt hinstürmen? Wo denn, in dem Haus da, oder was? Hier, beim Elektro. Danke. Da ist halt noch, sollen. Da ist noch ein Auto. Da ist Schiss vor dem mit dem gelootet. Ah, ich hab Schiss vor dem mit dem mit der Sniper. Der hängt vielleicht oben auf dem Leuchtturm. Naja, der hat in der Zeit Kills gemacht, wo die ja gefahren sind. Ja, ich würde das Auto nehmen und hier noch ein bisschen rumfahren. Oh, da schießt es. Ist auf dich gegangen, oder? Nö. Da unten am Strand. Ich sehe sie nicht. Am Strand. Einer ist genau am Wasser. Der andere ist bei den... bei den Bergen dort. Ich sehe sie nicht. Deine ist genau rechts. Zwischen... Also genau beim Wasser bei den... Berge. Da durfte man sie eigentlich einkeilen, oder nicht? Ich sehe sie nicht. Den auch kann ich da echt. Doch, da unten. Ich hab halt ein scheiß Visier, ey. Die Frage, kommt der jetzt hier hochgelaufen? Ja, kommt er. Hast du ihn ein Visier? Hab mal einmal getroffen. Hab einen. Dein Partner ist bei mir. Nicht. Er hat mich. Warte. Wo bist du? Wo ist der? Der ist genau unter mir. Er hat mich. Er hat einen kompletten Schrotflintenschuss ausgehalten. Der ist links unten. Am Hang war er. Keine Ahnung, wo der ist denn gerade. Da kommt schon ein Auto angefahren. Hinter dir fährt auch noch ein Auto. Hinter dir. Wirst du es wahrscheinlich gleich überfahren? Was ist der Typ denn? Kappen? Sehr schön. Was ist mit dem Auto? Oder war das bei mir nur verbuggt, der Sound? Und jetzt sagen wir, das wäre jetzt genau an dir vorbeigefahren, das Auto. Das ist auch. Ich haben jetzt mein Auto. Den, weil die haben schon bei den Häusern angehalten, wenn der Sound gestimmt hat. Nee. Ist vorbeigefahren. Puh. Das war, glaube ich, der Sniper-Show. Er hat einen kompletten Schrotflintenschuss ausgesetzt. Na, er hat eine gute Weste gehabt, wahrscheinlich. Sniper wieder geschossen. Die hat's doch gerade geschossen, ich mache jetzt Risiko hier. Also rechts hat ich auch mal Sniper gehört. Das Ding ist, der mit der Sniper hat mega Vorteile. Da. Baller mein Auto kaputt, ihr Schweine! Was soll ich jetzt machen? Ja, da oben. Nö. Du bist außerhalb der Safe Zone. Safe Zone hab ich gleich. Ich wechsle das Auto. Muss halt aufpassen, ey. Der mit der Sniper hängt 100 Pro in diesem Scheiß. Noch 7 Leben. Ne, der Typ wird nicht campen, der wird Kills holen mit der Sniper. Naja, aber. Sind die beiden jetzt in da? Die waren auf offenem Feld. Wenn der Mann sehr weiter links. So.
Du bist von links. Naja, ich wäre weg von denen. Willst du nicht überfahren? Naja, schaffe ich eh nicht. Da steht auch ein Auto. So, du darfst. Nur jetzt kannst du halt nirgends so, wohin da am Berg sind, oder? Wo denn, Alter? Schießt schon wieder einer auf mich? Aber wo soll ich jetzt bitte hin hier? Ey, egal wo du jetzt hin warst, die Gegner wissen immer wo du bist. Beim Leuchten zum Gegner auf jeden Fall. Das was denn jetzt? Hyper. Alter, naja, wir sind Vierter geworden, aber dieser Kack-Sniper. Aber ich glaube, der hat auf die Reifen. Ja, der hat auf die Reifen geschossen. Mein Auto unten links hat kaputte Reifen. Deswegen mag ich zum Beispiel dieses Auto nicht, weil die Gegner jetzt mal genau wissen, wo du bist. Immer genau wissen. Du kannst nirgends hinter Schutz oder so. Zum Schluss, es stimmt, ja. Aber wenigstens Vierter geworden. Gut, die Leute, dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.